Hallo, herzlich willkommen zurück bei So spielt mit Elite Dangerous und ich habe in der Zwischenzeit Geld gesammelt und bin jetzt wieder zurück in der Station, wo unsere Kobra eingemottet ist. Und mal gucken, ob wir jetzt genug Kohle haben, das Ding zu aktivieren sozusagen. So, zunächst verschäbeln wir mal das Zeug, mit dem ich geflogen bin. 16 Einheiten von diesem Ameisenkleber. Sollte uns 253.000 geben. Damit haben wir auf jeden Fall mehr als diese 1,6, die wir, glaube ich, brauchten für unsere Cobra. So, altes Schiff reaktivieren, aktuelles einlagern. Dann werden wir das jetzt mal tun. Das dauert wieder ein bisschen. Aber da ist sie. Und wir gucken direkt in die Ausstattung. So. Da ist sie. Und unser Problem war der Frameshift-Antrieb. Wir wollen den hier haben. Sündhaft teuer, aber Rating A ist das Beste und Klasse, je höher, desto besser. Und wir kommen damit beladen 22 Lichtjahre, wunderbar, kaufen. Zonk und fast wieder pleite. So, den Treibstoffsammler haben wir. Wir haben hier ein paar Frachtgestelle. Wir haben den Treibstofftank mit 16. Ist schon der beste, den wir hier haben. Gucken wir mal eben nach den Frachtgestellen. Das sind 2, 4. 2, 4. Gibt es noch ein besseres? Das ist das Achter, das ist drinne. Ansonsten finde ich gerade ein 16er. Damit erhöht sich unsere. Okay, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Aber diesen Zweier, den würde ich gerne schon mal durch einen Achter austauschen. Das dürfte preislich nicht so schlimm sein, glaube ich. Das ist so unübersichtlich, diese Liste, die ist einfach zu lang. Hier oben so ein Dropdown mit Filteroptionen. Das wäre praktisch. So, wo ist jetzt dieses Frachtdingens? Frameshift, Raffinerie. Standard. Kann ich da nur ein Vierer reinbauen? Weiß nicht. Kostet jedenfalls so gut wie nix. So, wie schaut es sonst aus? Dadurch werden wir langsamer. Das Kraftwerk, das war unser. Auch da. Dann wären wir ja sofort pleite quasi. Nochmal 1,6 Millionen, um ein richtig geiles Kraftwerk reinzukriegen. Schubdüsen. Zu teuer und bringt nichts. Okay. Hier würde ich allerdings nochmal gucken, was es denn so waffentechnisch gibt, weil damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Impulslaser. G ist doch schlechter als ein Abbaulaser. Das ist vielleicht auch noch mal irgendwie was zum Anschauen. Impulslaser E wäre besser als der, den wir drinne haben.
Kinetischer Schaden. Auch nicht schlecht. Ich glaube, man benutzt halt den Impulslaser, um das Schild wegzuschießen vom Gegner. Und danach ist aber so eine Kanone besser geeignet, ja, die Hülle zu beschädigen. Splitterkanone. Schaden und Schaden pro. Was soll uns das sagen? Mehrfachgeschütz. Oh Leute, es gibt so viele Waffen wieder in diesem Spiel hier. Man weiß gar nicht. Und dann gibt es dieses Weapon Mode. Gimbaled, Fixed. Was auch immer da wieder hinter steckt. Schaue ich mir vielleicht mal offscreen an. Jedenfalls würde ich dann doch gerne mal mit dem Dingen irgendwas machen. Das ist relativ langweilig. Schauen wir doch mal wieder in den Warenmarkt. 7 Stück, die kaufen wir schon mal ein. Wir können hier natürlich nicht 20 kaufen und wir wollen wieder zurück vom Vale Gateway nach CC. Dazu ist die Zwischenstation Grail Red oder so. Genau, das ist knapp unter 100 Lichtjahre entfernt. Das markieren wir mal als Ziel. Müssen jetzt warten, bis die Berechnungen da abgeschlossen sind. Da kommt schon der Strich. Okay, passt. Jetzt müssen wir eigentlich noch warten, dass wir hier noch mehr Einheiten von dem Zeug kriegen, sonst lohnt sich das nicht. Was kann man eigentlich in so einen Werkzeugsteckplatz reintun? Aha. Mit diesem Scanner kann die Frameshift-Energie analysiert werden, um Rückschlüsse auf den Zielort eines Hyperraums. Sie meine an. Tötungsbefehlsscanner. Dieser hat eine Echtzeitkommunikation mit den Netzwerken der verschiedenen Gesetzeshüter und zeigt alle ausgesetzten Kopfgelder an. Oh, was es alles gibt. Automatisch. Das ist ja krasses Zeug. Dippelwerfer, klar. Kühlkörperwerfer. Klingt voll interessant. Kleine Aufhängung, was kann man da reinmachen? Kleine Laser. Impulslaser. Minenwerfer. Das ist wohl einfach kleinere Ausführung von dem Zeug. Schildgenerator. Das ist auch Rumpf zu schwer. Aber kein Slot mehr frei, um noch irgendwie was Lustiges dazu zu kaufen. Keine neuen drinne. Okay, aber damit wir hier nicht langweilig rumhängen, wir starten einfach mal ein bisschen und fliegen damit rum. Gucken mal, wie das so aussieht. So. Wie viel Speed hat denn das Teil hier? Oh ja, das geht schon
ganz gut ab eigentlich. Ohohoho. Autsch. Wir sind auf 15% runter. Oh. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, ich will ja raus. Dann lasst mich doch raus. Puh. Okay. Das war so richtig gefailt. Dürfen wir jetzt denn wieder zurück? Okay. Boah, dreht sich das Ding langsam, wenn es keine Speed hat. Navigation. So. Falscher Knopf. Wir wollen das Lande. Und nicht wieder gegen die Wand fliegen. So, Landeplatz 27 ist direkt da unten. Spannend, was die Reparatur von dem kleinen Ausflug kostet. Klonk. Siebentausend. Naja. Dann ist das halt so. Und immer noch keine neuen Hautinlays. Verdammt. Was gibt's denn hier noch so zu entdecken? Diese Mission hier, das dann steigert, glaube ich, steigert die Reputation, nehme ich mal an. Keine neueren Waren. So, nochmal zurück in die Ausstattung. Und zwar gefielen mir ja diese Schubdüsen überhaupt gar nicht, weil ich glaube, das sind die für die langsamen Bewegungen quasi. Und da doch direkt nochmal schauen, ob es da nicht was Besseres gibt. So, Schubdüsen D haben wir. E ist schlechter. Und C ist auch teuer. Damn it. Und was ist das mit dieser scheiß Masse? Aktuell Maximum, okay. Dabei, was haben wir gerade drin? Nicht genug. Teil ist, den haben wir drin. 400 wiegt der. Ein D4 ist natürlich besser als ein A2 anscheinend. Ah, ein D4. C4. C4 wäre tatsächlich wohl besser. Naja. Ich glaube, da gibt es gerade nichts aufzurüsten. Schade, immer noch keine neuen Hautinlays. Sehr schade.
gibt es quasi gerade nichts für uns zu tun. Gehen wir halt doch nochmal zurück zu den Waffen. Eine F1. F1. Das ist sehr, sehr schlecht, oder? F1 ist schlecht. Impulslaser. E2 wäre besser, richtig? Erhöht die Masse, erhöht aber auch den Schaden und erhöht den Energiebedarf. Ein G1 Impulslaser auf den Turm montiert, fix. Scheiße. Und das ist, glaube ich, das Beste, dieser Waffenmodus. Ich glaube, das ist, genau, mit Unterstützer Signaturverfolgung. Der geht halt ein bisschen selber dem Ziel hinterher. Okay, haben wir, da haben wir nicht genug Credits. Das heißt, das Beste, was wir uns gerade an Impulslaser kaufen können, ist der hier. Und im Vergleich zum, das nervt auch, dass man hier nicht wegklicken kann, dass er mir die jetzige Verbaute angibt. Macht mehr Schaden, ist schwerer, braucht mehr Energie und schießt langsamer und die thermische Ladung ist auch noch höher. Und kostet ein bisschen was. Aber ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren. Okay, sieht auf jeden Fall fetter aus als der alte. Und F2 ist ja auch noch besser als F1. So, jetzt haben wir noch eine kleine Aufhängung. Was kann man denn da mal reinmachen? Ich wollte da so eine richtige Waffe. Mehrfachgeschütz Gimbelt. So, G1 ist ja echt scheiße. Und mehr ist aber nicht drinne. Also kaufen wir mal ein Mehrfachgeschütz G1. Kaufen. Dann wird es mit dem Strom knapp. Und in den Werkzeugsteckplatz haben wir da noch irgendwie was Lustiges. Diesen Frameshift-Sogwolken, den brauche ich eigentlich nicht. Tötungsbefehlsscanner ist natürlich interessant. Frachtscanner. Dieses Raketenabwehrsystem steuert automatisch die Suche und den Beschuss von Raketen und Torpedos in drei. Frachtscanner E0. Reichweite ist 2 Kilometer. Reichweite 3 Kilometer. 40.000. Brauche ich das Scheißteil überhaupt? Ich will doch gar keine Fracht scannen. Und mal ausprobieren. Kaufen. So. Du hast gerade eine Waffe gekauft, die nicht zu einer Feuergruppe gehört. Du kannst sie vorher im rechten Cockpit-Menü einstellen. Ja. Bloß, wie geht das? Feuergruppen. Impulslaser. Und das machen wir mal in die Feuergruppe 2. Und die Werkzeuge in die Feuergruppe 3. Warum auch immer ich das auftrennen sollte. Oh, hier gibt es drei neue. Kaufen. Gut, dann fliegen wir nochmal los und gucken uns mal ein bisschen das Zeug an.
Ne, jetzt sollte ich nicht navigieren, sondern lieber aufpassen, dass ich nicht wieder gegen die Wand fliege. Knapp, aber es hat geklappt. So. Waffenfreie Zone verlassen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mal hier Impulslaser. Bremsen wir mal. So, dann habe ich irgendwie eine Taste belegt mit den. Okay. Der A-Scanner. Was war denn der A-Scanner? Der Abschuss-Dingsbums-Scanner? Wie kriege ich. Wie komme ich an den Frachtscanner? Okay, wenn ich gar keine Energie auf den Waffen habe, passiert da auch nichts. Okay. Relativ. Oh, dafür muss man mal Munition kaufen. Dammit. Und ich glaube, da muss ich wohl, der Aufklärungsscanner kommt mal. Oh. Viel besser. So, Secondary, Primary, Secondary, gar nichts. Und wie kriege ich die wieder gelöscht? So. Alles klar, jetzt habe ich da den Scanner, auf dem Knopf den Frachtscanner, da passiert jedoch nichts. Dann habe ich auf der Waffengruppe die Laser und hier das Geschütz. Ja, passt soweit. Dann würde ich sagen, wir packen es auch für diese Folge wieder zusammen. Und ich schaue mal, dass ich hier mit der Cobra noch ein bisschen übe und. Wer hat denn da die Scheiben geputzt? Da sind ja voll die Schlieren drauf. Und vielleicht mal irgendwie was mit Kampf mache oder mal mit Kampf ausprobiere. Ich weiß es noch nicht. Aber ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt mir weiterhin treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Sul. Ciao, ciao.